Hallo meine Lieben, ich bin Irene und heute schauen wir so eine Frage. Seine Reaktion auf dein Schweigen. Hier kann auch ihre Reaktion, seine oder ihre, kommt drauf an, wer du bist und wer dein Gegenüber. Schauen wir seine oder ihre Reaktion auf dein Schweigen, meine Lieben. So. Hier, Mensch, auf jeden Fall, ich sehe, dass du, diese Person, ich sag mal so, Zeit ist stehen geblieben. Du fehlst diese Person und diese Person denkt sich momentan aus, was sie machen soll, was unternehmen soll. Irgendwie welche Gedanken macht sich schon. Wieso ruft nicht an? Wieso schreibt nicht an? Kommt darauf an, auch hier, wie ihr euch, wie sagt man, wieso zum Schweigen gekommen. Hier ist das wichtig. Kann sein, ihr habt euch zerstritten und diese Person macht sich auch Gedanken. Vielleicht hast du mit Tür so richtig zugeknallt, sagt, ich komme nie wieder, du nervst oder noch etwas. Und diese Person macht sich schon Gedanken und du fehlst. Diese Karte Ärzte sagt uns, dass du fehlst, diese Person. Und ich sehe hier eine Idee, wie kann man dich wieder zurückbringen. Ich vermute, Liebe ist da, diese Karte, und sagt, das ist eine, oh, sorry, meine Lieben. Meine Lieben, ich versuche jetzt so. So, ich hoffe jetzt, ja, besser. So, Liebe ist da, meine Lieben. Und schaut mal, meine Lieben, diese Karte uns zeigt und diese auch. Diese Person wird etwas unternehmen. Was genau, weiß ich noch nicht. Gleich schauen wir. Deine Stillstand macht diese Person etwas unruhig. Früher oder später, dein Gegenüber oder deine Gegenüber wird auf jeden Fall sich Gedanken machen. Und dein Stillstand wird sich zeigen, das ist etwas Ungewöhnliches für dein Gegenüber. Auf jeden Fall, diese Person macht sich schon Gedanken, denkt sich irgendwie eine Idee aus und will auf jeden Fall etwas von dir hören. Aber schaut mal, meine Lieben, jetzt spielt keine Rolle, wer du bist und wer ist dein Gegenüber. Je länger du bleibst in einem Stillstand, je länger du zeigst keine Reaktion, desto schneller kommt diese Person auf dich zu von allein. Rat jetzt noch für dich. Wow, meine Lieben, hier sind nur Männer. Schaut mal, meine Lieben, Rat für dich, wenn du diese Person liebst, wenn du Gefühle hast, Emotionen hast, positive Gedanken hast, wenn diese Person weckt in dir Positives was, ich vermute, du sollst auf jeden Fall etwas unternehmen, dich auf den Weg machen. Weil diese Karte sagt uns, Energie zeigen deine Interesse. Natürlich müsst ihr schauen, meine Lieben, wie genau ist zum Schweigen gekommen. Natürlich, wenn diese Person zu jung ist, zu frech ist, wenn diese Person schuld ist an eurem Streit, dann musst du zeigen deine Reife. Deine reife Verhalten, reden, zeigen, dass du bist bereit zum Reden, zum Kontakt wieder aufzunehmen und so weiter. Das ist die Rat. Natürlich, diese Situation im Auge behalten, meine Lieben. Und wie wird, mir gefällt, dass es hier kommt, Ass der Kelche, meine Lieben. Das heißt, ich vermute, ihr liebt euch. Eine Karte jetzt. Die Gerechtigkeit, meine Lieben. Das heißt, wird so, wie es muss sein. Das heißt, welche Energie ihr schickt
im Universum. Welche Energie strahlt ihr aus? Die Energie wird ihr auch bekommen, meine Lieben. Und wenn du fühlst dich als eine Herrscherin, benehme dich als eine Herrscherin. Auf jeden Fall, das ist Botschaft für eine Frau. Die soll sie ihre Reife zeigen, keine kindliche Verhalten. Meine Lieben, ich muss sagen, dass hier bei manchen wird eure Gegenüber als Kind bezeichnet, kann man so sagen, ja. Bei anderen wird ein reife Person. Darum hier wird wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn du eine Herrscherin bist, wenn du eine, ich weiß, dass bei mir sind meistens Frauen. Darum, wenn du ein Mann bist, schreib bitte, dass ich weiß, dass mich schauen auch Männer. So, meine Lieben, ich wünsche auf jeden Fall euch einen wunderschönen Tag. Und übrigens, meine Lieben, diese Situation wird zeigen, dass er dich schätzt, er oder sie, dass du deine Reife zeigst, dass du deine Bereitschaft zeigst, dass du möchtest wirklich euch versöhnen oder wieder vereinen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, meine Lieben. Viel Glück, viel Spaß, alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.